So, moin, liebe Lü. Teffi, hallo, Sirius, Hallöchen, Dani, moin, Tatsis ist da, guten Tag, Kuxi auch, moin, guten Tag auch, Kirito ist da, moin, Wotsabordi auch, schönen guten Tag, ihr, na? Jetzt sollte es wieder funktionieren. Ich habe doch gesagt, die 3080 darf nicht ausgelastet sein. Jetzt macht die bei LS 2% Leistung, braucht die 2 GPU statt 50. Ja, läuft wieder. Ja, jetzt geht wieder gut. Ich habe den ganzen Tag repariert. 2 PCs aus dem Dada. Fahrrad habe ich heute repariert. Und. Jetzt sitze ich das erste Mal und habe meine Ruhe. Yui Void! Ja, was denn? Was macht deine Rechenmaschine? Läuft wieder wie Tüt. Jetzt ist die 3080 wieder da, wo sie hingehört. Nicht mehr 100% bei 2K. Jetzt wieder, wie gesagt, Cyberpunk läuft auch. Da braucht die gerade mal irgendwie 20-25% maximal der Kapazität. Voll der Reparierer, ne? Ich hab mir auch wirklich, also ich hab alles komplett zerrissen. Ich habe nackt und pleite? Ja. Deswegen muss ich Sonntag hier abbrechen. Hätte eine Karte für dich zum Testen? Ja, ich hab Zeit. Mein PC läuft wieder einwandfrei. Also ich hab wirklich Zeit, mir die Nächte um die Ohren zu schlagen. Sideview Boy, was hast du denn? Welche hast du denn? Hier, die läuft ja, ich musste Sonntag leider abbrechen hier, wegen meinem PC. Ich habe schon so ein bisschen gewitzelt, weil ich ja eigentlich, ich hatte schon gesagt, dass ich ein anderes Spiel spiele. Und genau dann schickst du die Karte, Alter, ey. Kannst du dir mal die englische im Mod-Hub anschauen? Englische Karten ist Martin für zuständig. Alte Kartoffel, der hat alt gesperrt, glaube ich. Was für eine englische Karte? Hat Martin nicht so lange eine englische Karte gespielt? Ich glaube, Martin hat doch irgendwas mit englischen Karten oder was. Ich kann kein Englisch. Nachher verfahre ich mich. Stell dir vor, ich muss auf der falschen Seite fahren. Ich werde kontrollieren. Ja, ich fahre eh auf der anderen Seite. Das dauert nicht lange. Aber ist kein Problem. Ich habe mich gestern schon einmal rausgeschnitten. Wir hatten hier gestern quasi einen kleinen Zwischenfall auf der Karte. Und du wirst es nicht glauben, nachdem ich das geupdatet habe, das Silo, kann ich da auch spawnen. Kein Problem. Aber weißt du, dass hier Straßenschilder rumliegen? Die sagen alle, ich habe die umgefahren, aber glaube ich nicht. Die hat kein Map-Ende. Warum ist 32-fach und ich würde eh nicht so lange geradeaus fahren oder warum? Jagt ihn! Was machst du denn da? Hallo. Hallo. Hopp. Leo, ja! Was denn? Los, Armandi. Die Lampe steht. Mapper vergessen, Giants nicht konnte. Nein! Kann ich da so ins Nichts einfach? Dann nehme ich den Golf. Mit 250 Klamotten Richtung Mapende. Ey, Patty, moin! Mich überliest ja, wo, was hast du denn geschrieben? Ach, ich hab die Dose überlegen. Die ist so an mir vorbeigesegelt. Ist heute wohl ruhig, wa? Moin, Patty. Ich hab das Gefühl, ich geh baden. Ja, das sieht so aus. Ingo, was ist denn? Hab ich dich überlesen? Ja. Bisschen Bingi, Jimmy Bing, was? Oh, nö. Nee. Ja, so hatte ich auch schön was zu tun. Ja, Fahrrad hatte ich komplett auseinander. Von meinem Junior-DPC hatte ich komplett auseinander. Oh, war ja. Ja, das ging auch. Das ist auch der übrigens der alte von One, ne? Und ja, da brauche ich wohl ein neues Netzteil, was die nicht rausfinden konnten. Obwohl ich ja per Mail und alles dahin geschickt habe, ne? Danke nochmal für den Sub, Endersus. Wie? Ich hab den Sub geschenkt? Quatsch. Das war ich. War ich das? Hä? Wo? Nein. Hier? Aber jetzt rate mal, wie ich auf der Farmcon getroffen habe. Viele Leute. Mich nicht, Yogi. Danke für die Bits. Dankeschön. Skyrush, moin. Wen denn? Wen meinst du denn? Du Ganz hast bestimmt ganz viele Leute getroffen. Nefis, oh ja, cool. Den habe ich gesehen mit einem Foto mit Ela. Was hat er gesagt? Schmutz. Oder konnte er noch eins von den neuen Wörtern? Ich glaube, das letzte, was wir ihm beibringen wollte, war Molekularstruktur aus Schaufelwopper, Zweiphasenumwandlungszielgenerator. Aber er hat nachgefragt. Pyro war, heißt das so? Danke für dein Follow.
Ohne Google kann man auch kein Englisch. Achso. Dann hätte er einfach Schmutz. Dann wäre alles klar gewesen. Oh, das ist ein Magger. Hey, Maria. So, hier müssen wir erstmal Bällen holen. Deine 100%? Meine 100% bei LS sind jetzt wieder runtergefallen auf 2%. Oder LS war bei 50%, ne? Jetzt 2%. Und Cyberpunk mit 20-25%. Also easy. Dogi, moin. Alles moin. Wieder heile. Aber ich musste es mit dem Tool entfernen, den Treiber, ne? Ich habe wirklich den kompletten Computer auseinander gehabt, hat alles sauber gemacht. Ich hatte mich schon darauf vorbereitet, den komplett neu aufzusetzen, habe alles auf die Cloud geladen. Da habe ich gesagt, na komm, machst nochmal die Treiber, Chipset und sowas alles neu. Und dann habe ich versucht, den Grafikkartentreiber ganz zu entfernen. Das geht nicht ohne dieses DDU-Tool da, oder wie das heißt. Damit habe ich es gemacht in abgesicherten Modus, habe den kompletten Treiber neu installiert und siehe da, jetzt läuft er wieder wie Anfang an. Ich habe ja, was ich euch gesagt habe, das kann nicht sein, dass ich spiele nur auf 2K und habe eine 3080 von Asus drin, die OC, Rockstrix, irgendwas. Und die kann einfach nicht an eine Grenze kommen. Das geht nicht. Dann hätte ich mir diese Karte nicht gekauft. Deswegen, weil einige gesagt haben, oh, die muss auf 100% laufen. Nein, die muss nicht auf 100% laufen. Die braucht die Lüfter gar nicht bei 2K. Die darf nicht mal ansatzweise warm werden. Und jetzt ist das so. Muss ich auch schon mal machen, ja. Habe ich halt einen Tag gekostet. Ich bin ja nun mal kein Computerspezi. Aber das Ding läuft. Und den zweiten, den die andere tolle Firma da auch nicht reparieren konnte, den habe ich auch soweit. Der teste ich noch heute Abend noch eine Kleinigkeit und dann bestelle ich mir zu 99,9% einfach ein neues Netzwerk, Netzteil, baue das da rein und dann kriegen die einen schönen Brief von mir. Aber ich möchte dann auch da gar nichts mehr mit zu tun haben. Ja, das ist bei dem Preis schon. Darum geht's halt, ne? Ja. Wie das da dann gelaufen ist, das hat mir auch gar nicht gefallen. Ich bin ja dann irgendwie froh, dass ich ja da doch keinen gekauft Thomas, habe und kein Geld hatte. Ja, gut, man kann auch sagen, Martin seiner läuft und meine davor ja auch. Es geht auch gar nicht darum, dass nichts sein kann. Es kann immer mal was sein. Ja, das klar. Geht darum, wie du es machst. Und wenn ich das mache, was sie wollen und ich gebe mir Mühe und mache Screenshots und erkläre genau, was der PC macht und. Und dann rufst du da an, wenn du den wieder hast und der sagt, wieso, welche Mail? Dann fühle ich mich verarscht. Ich sag, sind Sie nicht der Techniker? Nee, der wird ja in Ostdeutschland gemacht. Ich sag, alles klar. Ist das super, dass man mir denn sagt, dass ich hier tagelang erstmal Informationen sammeln muss. Wofür denn? Fühl ich mich halt so ein bisschen verarscht, ne? Ja. Naja. Von wo reden wir? Über diese Firma, wo ich eigentlich jahrelang mit zusammengearbeitet habe und die mir auch die Computer gemacht haben. Aber wer weiß, wie die internen Strategien da sind, ne? Also bei der S muss die 3080, ja natürlich langweilt die sich. Ich sage ja, die läuft mit 2%, maximal 5 haben wir gestern gesehen. 5% bei LS, maximal. Dirk, moin. Moin. Aldi? Nein! Aber ich bin kein Beta-Treiber mehr, nehme, hatte ich das nicht. Okay, ja, ich nehme ja auch nie Beta-Treiber, ne? Das soll ja laufen. Testen möchte ich ungern. LS Real, moin! Moin. Ich habe keine Ahnung, wenn du mich über Discord antickerst, sage ich dir, wo ich das immer war. Ich möchte dir hier nicht öffentlich. Nee. Viele wissen das eh. Alina, danke für dein Follow. Alina Neon, so. Frettchen, moin. Aber jetzt, ich sag ja, der brauchte die Lüfter vorher gar nicht. Deswegen, was dann gestern Tag oder Sonntag geschrieben wurde, ja, der muss ja auch 100% laufen. Nein, der soll nicht 100% brauchen. Der soll 100% brauchen, wenn ich Cyberpunk in 4K mit hier RTX on und alles spiele. Dann kann der von mir aus 100% laufen. Benny, der alte Stühl. Ei, oh, ja, oi. Ich muss sagen, was ich ja nahezu genial fand von den Fotos, muss ich sagen, ist Hofbergmann-Bräu. Das hätte ich wohl auch gern geschlürft. Glockentyp, na? Ja, den konntest du auch überall erkennen mit seinem Glockent-T-Shirt. Langweilen sich bei den LS. Ja, nur für den LS hätte ich so eine Grafikkarte noch nicht geholt. Ich hatte die 1080 Ti, die hat ja oben jetzt. Dann hatte ich die 2080 Ti, die hat mein Sohn jetzt den PC. Und die 3080 habe ich nicht als Ti genommen, weil der Mehraufwand bei der 3080, diese Asus zu der Ti, diese 500€, waren es mir nicht wert, weil ich ja nicht auf 4K spiele, ne? Ich brauche nur ein bisschen stärkeren Rechner, weil ich da über ein System streame. Ich möchte keine zwei System-Streams haben. Da habe ich keinen Bock drauf. Auch ein Zuhause. Die hatten eine Kiste sogar in den Kühlwagen gestellt. Geil. Also war wirklich, also da muss ich sagen, wo ich das gesehen habe, von sowas bin ich ja Fan. Da habe ich Bock drauf auf sowas, ne? Wenn ich jetzt weiß, ich weiß, wie der Glockenkalle aussieht. Wie eine Glocke. Tja. Dekorationsbearbeitung bei der Firma ist so toll.
Ich spreche aus Erfahrung. Ja, okay. Das Hauptproblem ist einfach, was ich vorher nicht wusste, ist, dass du den da zwar bestellst, aber dass sie den ja bei einer anderen Firma bauen lassen, ne? So gewisse Firmennamen, die man so sieht, die bauen die PCs halt nicht selber. Und wenn du dann den da hinschickst, dann schicken die den halt erst weiter. Ich sag ja, das ist auch alles gar nicht schlimm. Was mich nur genervt hat, ist, dass ich gewisse Sachen vorbereiten soll, ich das mache, auch Screenshots mache und das alles vorbereite und. Nur, damit die das dann einfach nicht beachten und mir das Ding einfach unbearbeitet zurückschicken, weißt du? Und dann muss ich mich da ransetzen, ich, der gar keinen Bock auf sowas hat, muss mich dann da ransetzen und mich darum kümmern, dass das Ding heil ist. So, und jetzt bezahle ich dann auch noch ein neues Netzteil, ne? So, und das ist dann halt, ich mach das, bis der heile ist. So, der zweite hier funktioniert jetzt ja auch scheinbar, der war ja auch nicht, da habe ich dann auch so ein paar Kommentare gekriegt, wo ich sagte, alles klar, weiß ich Bescheid, brauche ich nicht mehr. Aber dann, der hat jetzt zum Beispiel auch diesen Monat noch Garantie. Boah, dann schreibe ich da einen netten Brief hin. Da ich auch sowas hat gar keinen Bock. Lässt du Bier auf den Boden fallen? Was? Hat er sich erschrocken beim Bimmeln und hat ein Bier fallen lassen oder was? Glockenkalle, was ist denn mit dir? Das wäre ja, als würde ich eine Banane einquetschen. Wie kann er sowas machen? Maschierer, moin. Sei gegrüßt, hallo. Moin. Ja, so wie ich sag, Farmcon, irgendwann ist das hier in der Nähe. Das wäre was. Da waren noch die Biere vom Freitag im Spiel. Ach, erzähl doch nicht, sag ich nicht. Da haben wir es wieder mit der falschen Visa-Seite. Die können nicht mal Bier richtig festhalten. Was ist denn da mit euch? Dir will ich helfen. Die gebe ich dir erstmal nur so ein Plastikbuddel in der Hand, so ein Vitamais. Hier, die Hand wenigstens nicht kaputt schmeißen. Dein Sound knistert, das kommt zwischendurch mal, weil dieses Soundtool noch eine Beta ist von OBS. Das dürfte aber immer nur ein paar Sekunden sein, richtig? Jetzt wieder weg, ne? Oder das ist, ich höre das auch. Bei anderen höre ich das auch, die das nutzen. Aber es ist halt die einfachste Alternative. Ich möchte einfach keinen Mischpulton zu haben. Ich würde mit diesen paar Sekunden Knistern dann immer leben, wenn es euch nicht stört. Aber es ermöglicht mir halt, sämtliche Sounds einzeln zu steuern. Kurz weg. Ja. Das ist für mich halt wichtiger als diese paar Sekunden da. Bei den anderen Streamern zuhört, die das nutzen, dann wisst ihr auch sofort, wer das Beta-OBS da nutzt und wer nicht. Ich bin in einer Stunde auch wieder in Bremen. Wie? Warum? Was ist da los? Dr. Moin! Schiebe ich die hier so ins Lager rein, oder? Wo muss ich die denn rein? Nimmt die da automatisch? Ich weiß nicht, wollen wir es mal testen? Ich teste mal. Zu hoch, ne? Dann können wir die da irgendwie reindrücken. Oh, Scheiße. Den Frontlader reinschubst. Die fährt, ach so, die fährt erst nach Hause. Also ganz hinten an der Ecke. Ich schieb die gleich mit dem Frontlader mal rein. Muss ja eigentlich gehen, ne? Arata, moin. Kommt hier wieder fit, aber sowas von. Jetzt ist er wieder so, wie er sein sollte. Hat sich irgendein Treiber mal verhakt. Also stimmt doch, dass man sagt, kann ich nur empfehlen, haltet eure Treiber aktuell. Was so hier, ich habe jetzt den Chipsatz Intel aktualisiert. Ich habe, wie gesagt, den Dingsen aktualisiert, hier SATA-Treiber. Aber ich glaube, Verursacher war der Grafikkartentreiber. Und da hat das Entfernen nichts gebracht. Ich musste es wirklich komplett entfernen mit diesem einen Entfernungstool, die DDV oder DDU, wie das heißt.
Damit haut das auch mal hin. Du bist solo drauf? Ich bin solo drauf, ja. Mitspieler Hotz ist ja im Moment nicht da. Dem ist ja noch unterwegs. Seht ihr, hallo. Wo ist mein Frontlader eben? Schieben das nochmal rein. Der traut, ich sag das, der traut sich was, ja. Lümmel. Hallo. Hallo. Wieder da. Wieder Malz. Was? Oh, wieder Malz? Jetzt hast du es geschafft. Ich hab noch eins. Ich nicht. Hau ich mir nachher mit Eiswürfel in die Birne. Zwerg, moin. Mit was? Mit Eiswürfel ins Glas und dann wieder Malz rüber. So richtig, richtig, dass du richtig so einen kalten Blitz im Kopf kriegst, wenn du es trinkst. Ja, also kaltes Wiedermals bin ich ja bei dir, aber mit Eiswürfel das verwässert dann. Yeah. Ach Quatsch, du sollst das ja nicht schmelzen, dass er soll nur kühlen. Ja, so. Guck mal eben gucken, Kipp. Hallo, Alratta. Nils, moin! Hallo, Nils. Die habe ich schon ewig nicht mehr gelesen. Schluck, tatsächlich, drin ist. Da habe ich schon viel zu tun. Gegen die Birne und dann das wieder. Ist ja Hauptsache mal kalt. Ich bin im Moment so auf dem Eiswürfeltrip. Egal was, immer Eiswürfel rein da. Jetzt vor allem, die sind alle bekloppt. Die schenken mir alle Nutella gerade. Ne? Ich habe 5 große Nutella-Gläser im Schrank drin stehen. Ja. Und ich esse das irgendwann gar nicht. Wer? Mutter, Schwester. Und so. Scheiße. Ah! Oh Gott, da haben wir aber noch mal Schwein gehabt. Was hätten wir die Feuerwehr holen müssen? Steht ja jetzt auf dem Hof. Gut, dass sie da ist. Ja, echt mal. Wer weiß, wofür wir sie mal gebrauchen können. Ich habe schon erzählt, dass gestern einer gegen das Map-Ende geballert. Da konnte ich denen erstmal schön helfen. Nächste Woche mal eine ganze Woche auf Urlaub bei Schnacki. Wie? Eine Woche Urlaub bei Schnacki? Bist du Praktikant oder was? Ständig hier Begleiter sein. Ja, ich habe gestern schon, also, ne, das Geile ist ja, wenn du hier irgendwie Scheiße hast, dann komm ich dir helfen. Daniel, moin. Ich bin denn da für dich, Patti. Ruf denn ruhig. Ich komme mit meinem Feuerwehrwagen um die Ecke geschmettert. Das war so toll, gestern bei diesem Unfall, den er da hatte. Da hat er, bevor den Unfall hatte, mir das Werkzeug schon rechts an der Straßenseite alles hingepackt. Brauchte nur hinfahren und konnte helfen. Mensch, toll. Auf einmal essen, ja, genau. Damit du wieder Verstopfung kriegst oder was. Oder Zuckerschock in meinen Eltern. Bei mir brauchst du keine Hilfe. Wie jetzt? Nee, dir kann man eh nicht mehr helfen. Mit dem ganzen Palmöl bist du auch von innen gleich eingecremt. Ja. Man soll sich von innen ja auch eincremen, damit man schön checkig bleibt. Ach so. Geh mal her, ich zeig dir das mal. Eben Finger voll Nutella, dann creme ich den mal ein. Ja, nee, lass mal. Nicht ganz. Aber vermutlich werden wir das ein oder andere Feierabendgetränk zusammen zu uns nehmen. Okay, ja, kurz doch cool. Ja, das ist gut. Fährst du mit Familie hin jetzt? Scheiße, da habe ich mich hier wieder verbügelt. Oh, die Lampe steht im Wasser. Was? Ja, der Zwerg hat die Lampe wieder ins Wasser gestellt. Mach irgendjemand daher. Seeluftschnuppern ist immer gut. Dann kannst du ja gleich ein paar Ersatzteile für Sven sein Auto mitnehmen. So ein Pech aber auch, wa? Ja, das ist ärgerlich. Aber machst halt nix, ne? Nee, da machst du nix. Nee. Ja, genau, Monster.
So, zieh, zieh, zieh. Da hätten wir ein bisschen Verbrecher, da waren ein paar kleinere. Deswegen sammeln wir die erstmal ein. Gamrex, moin. Sei gegrüßt. Moin. Kleiner, moin. Moin. So. Ah, cool. Bin ich mal gespannt auf nachher. Was macht die Wohnzimmereinrichtung, Patti? Wieso? Hat er wieder gewüstet? So ein bisschen in Blumenpinkeln und so. Oder? Sag bitte nicht, er hat sich einen Saurier angeschafft, der jetzt zu Hause bei ihm liegt. Tobi, moin. Läuft wieder alles. Hey, moin. Es war ein gelungener Restsonntag. Hab den ganzen Tag damit verbracht. Würde ich komplett aufräumen. Jetzt ist er, ich sag ja, jetzt laufen nicht mehr die Lüfter. Auch beim Stream nicht. Ist total jetzt. Jetzt ist er wieder auf seine 2%. Mehr braucht er nicht. Für die Sachen, die ich mache. Die Gemeinschaft tut sitzen. Wow. Oh, Scheiße. Hier, da ist wieder. Oh, komm mal, Jogi. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Hier liegen überall Schilder rum. Das ist das, was ich meinte. Ich verstehe auch gar nicht, was das für eine komische Art ist. Ja, Hobbel, die bestätigen meinen Trecker auch so ein bisschen. Da, hopp, 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 hopp. So. Also für gewöhnlich stellt man die Dinger da auf die Karte, oder? Ja, ja, dachte ich auch. Die liegen hier aber überall rum. Kabel abgeklemmt, schon läuft der Lüfter nicht mehr. Ja, ja. So einfach war es halt nicht. Ich hab nicht eins umgefahren bis jetzt. Also dieses Tool habe ich mir erstmal zum Treiber entfernen lassen, das lasse ich mir erstmal auf dem PC drauf. Alles neu installieren und so, wie gesagt, hatte nichts gebracht, ne? Du musst ihn wirklich komplett in abgesicherten Modus runterschmeißen. Kannst du irgendwie nicht verstehen? Ja, testen! Ich sage, die Schilder halten nicht. Es muss, wenn du sagst, die standen, dann sind die von Windzug, weil ich so flink arbeite. Die einfach so flupp, liegen sie da. Deutsche Dogge, moin. Moin. Es steht genug im Wohnzimmer. Soll ich dir was schenken? So einen kleinen Stoff-Dino oder so. Es ist wichtig, dass einer das Map-Ende testet. Achso, ja. Kann es nicht lesen, was der da schreibt. Sammel, stell die hin und schieb die nachher alle rein. Ne, die hält. Hat keine Dachrinne von Bernie dran, ne? Merkt man gleich. Kannst nichts machen. Dann hält er einfach. Haubi! Moin, moin! Und danke für deinen Resub im 45. Monat. Warte, da wollen wir natürlich auch ein bisschen jubeln. Dankeschön dir. Vielen lieben Dank. Das Gute ist ja, letztendlich mit dem PC, dass ich alles komplett nochmal abgesichert habe, weil ja eigentlich der Plan war, ich setze den komplett neu auf. Deswegen habe ich alles auf der Cloud nochmal ein Backup gemacht von allem. Heißt, wenn jetzt mal wirklich wieder irgendwas ist, habe ich jetzt erstmal wieder alles aktuell. Und ich habe ganz viel Schrott vom PC runtergeschmissen, dass ich... Alles, was ich über ein Jahr nicht angefasst habe, weg. Ich war halt nicht, auf WhatsApp hat es wohl etwas geheilt. Er weiß nur nicht, dass ich im Schloss... Achso.
Naja, für Dinosaurier hätte ich schon irgendwas Größeres geraten. Ach ja. Obwohl bräuchten manche ja auch, ne? Ein Schloss. Die wohnen ja auch mit den Drachen zusammen. Wollen wir aber nicht vertiefen. Heute habe ich gut auch die Katze hier nicht bringen. Die musst du ja in der Ruhe mal erzählen. Hals. Aber läuft auch alles wieder viel schöner, wenn der Computer neben dir nicht anfängt, hier heiße Luft an dein Bein zu pusten. Ja, wir laufen, dass das Maps Mods angeht. Hab mir nur kurz mal diese komische Feuerwehr-Dings angeschaut und festgestellt, dass ich bei Feuerwehrspielen lieber bei Emergency bleibe. Okay. Ja gut, aber dafür das, was sie hier machen, muss ich sagen, ja, ich bin auch nicht so, dass ich sage, ich brauche hier eine Feuerwehr. Aber ich denke mal, ein paar Kiddies freuen sich darüber. Und das, was ich cool finde, was vielleicht ja auch noch neue Ideen bringt, sind, wie du einfach random irgendwelche Sachen hier starten kannst, Events, ne? Also das fand, muss ich sagen, doch, das finde ich schon, andere Grüße wieder. Das finde ich schon cool. Wer weiß, was da für Ideen gibt. Stell dir mal vor, ne, ein Event, da scheppert einer ans Map-Ende rein und dann kannst du statt mit einem Feuerwehrwagen mit einem Abschlepper kommen und ihn wegschleppen. Also, weißt du, was ich meine? Die Möglichkeiten sind ja schon dann wirklich sicherlich vielseitig. Wow. Die hängelt ja nur so. Öffnet mir als Mapper neue Möglichkeiten. Ja, aber ich finde das cool, dass sich das da so, diese Events auch so irgendwie da random reinpflanzen. Zum Beispiel gestern brannte denn irgendein Silo. Dann muss er dann ja das Silo finden, ne? Um zu sagen, so, jetzt brenn mal. Ich konnte das nur nicht löschen, aus Gründen. Moin, Badass. Map-Ende. Wir starten Event. Map-Ende, bam. Hm. Das sind alles kleine, ne? Da habe ich erst mich, glaube ich, verdrückt. Ja. Ich würde euch abschleppen. Ich würde mit auf eure Map kommen und sagen so, schleppe ich dich weg. Auch wenn du gar nicht abgeschleppt werden willst vielleicht, ich schleppe dich ab. Hallo, Badass. Das ist für den einen oder anderen Modder bestimmt auch Ideengeber. Allerdings bleibe ich lieber bei Landwirtschaft, für die ganzen Roleplay ist das. Ja, genau richtig. Aber ich habe schon gesagt, macht überhaupt noch irgendjemand Roleplay? Ist das nicht schon out? War doch mal so irgendwie so extrem, ne? Aber ich kann es gar nicht sagen, ich gucke ja gar nicht so viel Twitch, ne? Guck mal, eben umschubsen. Oh, scheiße, falsche Richtung. Kevling, hi. Hallo. Frontlader. Ich will wieder reinschieben. Da. Was soll das von der Silofront? Die, weil das Silo nicht funktioniert oder warum?
Rein damit euch! Auf Hof macht der Kleine sich hier echt gut, muss ich sagen. Ich bin gespannt, was im Urlaub jetzt noch alles kaputt geht. Die beiden PCs, das Fahrrad. Mal gucken, was noch kommt. Es sind ja noch 2 Wochen, kann noch einiges passieren. Donnerstag fahren halt. Oha. Ja, aber sie hat mich schon darauf vorbereitet, das könnte vielleicht ein bisschen ziehen. Gott, sieht, dass da was kaputt geht, ne? Professionelle Reinigung. Und ich habe diese Schiene, ne? Die ich mir eingesetzt und dann heute Morgen konnte ich die fast gar nicht mehr rauskriegen. Das zeige ich da, was war jetzt denn? Die ganze Schiene ist fest. Da habe ich so lange drauf rumgerissen, ey, bis es dann hinten sich gelöst hat. Und dann habe ich es vorne einfach so knick-knack. Ich sag, boah, alle Zähne da. Alter, ey. Das macht ja Spaß, du. Ich glaube, das soll nicht so sein. Das muss ich erst ein bisschen einspielen. Das machst du im Alter nicht alles mit. Habe ich zur Beruhigung erstmal ein Gas und Keller aufgefressen. Scheiße, wo bin ich denn? Bin ich schon hier verfahren? Da lang. Du schreist nicht, ja. Naja, Waschmaschine und Trockner sind ja erst neu. Die sind ja auch kaputt gegangen. Das war genauso. Waschmaschine kaputt. Und dann sag ich, ja, dann fehlt ja nur noch, dass der Trockner kaputt geht. Bam, Trockner kaputt. Unfassbar. Aber hey. Was soll's? Ich habe ja auch schon einen neuen PC kaufen sehen, wenn ich ehrlich bin. Bei Geduldsfort ist das nicht so. Achso, weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt so lange. Ich habe gesagt, ich überspringe diese Generation mit den PCs, mit den 40er Reihen der Grafikkarte. Das wird wohl nix. Ich habe gelesen, die neuen sollen diesmal erst 2028 kommen. Ich glaube nicht, dass ich so lange warten kann. Ja, Staubsauger ist ja auch erst neu, weil da hatte nach vielen wirklich guten Jahren hat der Dyson aufgegeben. Das war noch ein richtiger Staubsauger. Da die jetzt alle nur diese Stabdinger haben, die wollte ich nicht. Habe ich sowas Vergleichbares von Miele dann geholt. Mit so einer Turbo-Saugdüse und so ein Mega-Ding halt. Der macht jetzt erfolgreich seinen Dienst. Ich weiß gar nicht, wann habe ich das denn gemacht? 1,5 Jahre. Und dann. Und ein Geschirrspüler geht nicht kaputt, weil den habe ich nicht. Das. Wird nur wochenlang rumstehen, bevor ich den mal anschalten müsste. Ich wasche das lieber selber ab, so. Dafür habe ich so einen Super-Mega-Wasserhahn mir letztes Jahr eingebaut. So zum Rausziehen und mit verschiedenen Sprühfunktionen. Und kannst eigentlich durchs ganze Haus laufen. Das ganze Haus mitlaufen. Oh, Scheiße. Ja. Scheiße, was jetzt denn? Ach so, ha! Reden wir nicht drüber. Hier scheint irgendein Bug zu sein. Kann ja mal passieren.
Brückensammler. Ja, ich wollte die alten Reifen mitnehmen fürs Osterfeuer. Ja, genau. Um ein bisschen Farbe ins Spiel zu bringen. Richtig. Weißer Rauch ist auch langweilig. Ich finde, bei schwarzem Rauch findet man die Einsatzstelle auch viel besser. Ja. Dann wird ja gemeint, lass meine Reifen in Ruhe. Die sind noch gar nicht durch. Ich hatte den ja auch drin, ja, aber den hatte Krupp sich hier eingebaut. Der hatte den ja irgendwie umgetüdelt hier. Wegen den Schalten nochmal und wegen der Gänge was und damit er ein bisschen bremst wieder. Andere Felgen hat er da irgendwie rauf gemacht hier. Wieso bist du wieder äußere Zirkel? Hast du ihn nicht gekriegt? Wie immer. Wie immer. In den nächsten 2 Jahren neue Graker holen müssen. Ja. Der hat sich vielleicht auch schon ein bisschen beruhigt, ne? Ja, mal abwarten. Ich habe jetzt auch spaßeshalber mal nachgeguckt, also nicht nach einem fertigen PC, aber Board, einen Prozessor und vielleicht nach einer Grafikkarte, ein bisschen Arbeitsspeicher dabei. Oh, lassen wir's. Da würde ich nach so Angeboten immer mal ausschalten, da gibt es ja immer so Aufrüstkits. Ja, genau. Aber klar, sobald du da Board und so ist, ja, also günstig ist anders. Ja. Und ich bin ja dann auch so wie du, ich sage ja dann auch immer, ey, dann lieber richtig Geld, also dann richtig was Vernünftiges, damit man Ruhe hat so ein bisschen. Genau. Ne? Ja. Rein theoretisch für das, was ich mache, sind wir mal ehrlich, würde der hier wahrscheinlich auch die nächsten 5, 6, 7 Jahre laufen, ohne Probleme, ne? Ich denke, ja, guck doch mal das Ding an hier. Aber genau. Bei mir ist ja nur das Problem, ich lasse mich ja immer schnell von, oh, das ist neu triggern. Ja, da geht's dir ja nicht anders wie dir auch. Na, ich wollte ja auch die 20er-Serie der Grafikkarten gar nicht haben. Die hatte ich ja nur geholt, weil die besser mit OBS zusammenarbeiten. Da habe ich mir die 30er diesen Computer geholt, weil mich das auf den Sack ging, dass der andere nicht läuft, richtig. Obwohl der es auch getan hätte wahrscheinlich. Ja, natürlich hätte er es getan. Jetzt siehst du ja, der läuft jetzt ja auch. Ja, dein Sohnemann hat mir ja noch. Also meine T50 Ti macht das... Ja, genau, man muss halt gucken, auch was man macht halt, ne? Nicht jeder braucht immer so einen Mega-Computer. Zum Beispiel, was willst du mit einem 3.000-Euro-PC, wenn du nicht auf 4K spielst? Wenn du nur bei 1080 normal HD spielst, dann brauchst du halt das alles nicht, ne? Das ist einfach so, ne? Deswegen sage ich ja, hat ja auch einen Grund, dass ich das erste Mal keine 3080 Ti genommen habe. Ich brauche diese 500 Euro mehr, hätte ich einfach nicht genutzt, ne? Weil ich spiele halt kein 4K. Ich bin halt auf 2K. Bei uns ist der Geschirrspüler das wichtigste Gerät im Haushalt. Wir sind aber auch eigentlich zu viert. Seit Februar allerdings zu fünf. Da läuft gerade jetzt in der Ferienzeit zweimal. Ja, ja, klar. Sache, wenn du den voll kriegst immer auch und so, das nützt nichts, ne? Dann hätte ich den mit Sicherheit auch schon lange. Aber so bringt das nichts. Nee, es muss sich auch lohnen. Du kannst ja nicht eine ganze Woche sammeln. Und vom Montag die Teller da immer noch drin. Ja. 1070 reicht für das. Ja, genau. 1070 ist ja auch schon. Das war ja die Gamer-Karte da, ne? So, ich hatte ja immer nur eine größere Grafikkarte, weil ich ja immer schon über Grafikkarte mit streame. Das mussten die ja immer schon mit auffangen, ne? So, wenn du eine gute Qualität einstellst, dann hatte ich so, sag ich mal, 40% zu tun. So, und das. Und deswegen ist das der einzige Grund, warum ich wirklich immer eine größere Grafikkarte hatte. Nur zum Zocken bräuchte ich die 3080 sicherlich nicht. Aber die muss halt immer so ein bisschen mehr Leistung bringen. So, jetzt mal gucken hier. Deswegen sage ich ja mal, guck, was ihr damit vorhabt mit der Karte. So, dann holen wir uns mal so einen kleinen Kalker, würde ich sagen. Und kalken erstmal das, was ich getüdelt habe, ne? Da dürfen wir aber wieder den Dütz.
Auf zu Hype für die. Ich glaube, den leih ich mir erstmal nur, wenn ich noch nicht weiß, welchen ich hier nehmen möchte. So. Kann die das noch weg, dass hier mehr Platz ist? Wie hat der denn? Nehmen wir den. Mieten erstmal. Und schnipp. Toll. Das muss ich mal gucken. Wo führe ich dann auf? Das war doch hier irgendwo, ne? Flüssigkeiten, Dünger, Saatgut, da ist wahrscheinlich ja auch Kalk mit bei, schätze ich mal. Also gleich nebenan. Das ist ja toll. Na nun? Achso. Hier ohne Aua. Zusammen, ich sitze hier mal. Na ja, willkommen in dein Lurk. Urlaub. Urlaubslurk. Wir sind die Urlaubsbuddies. Ich wünsche dir einen schönen Urlaub. Hopp. Erstmal hinterher. Ach nee, das ist. Hä? Ach, warte, weiter hinten. Bin ich hier denn richtig? Nee. Scheinbar nicht. Geht nicht, warum geht das nicht richtig? Ich sitze da drin. Ja. Die kleine Made. Warum kommt denn dann nichts raus? Habe ich mich schon wieder verfahren? Hier ist doch Flüssigkeiten. Ist das keine ich kaufe Kalkstation? Ja klar, hallo Pinky. Gernot, danke für dein Follow. Moin Moin. Moin, das ist doch eine. Moin, da ist doch. Hier, guck mal. Toll! Nachdem ich so viel geschafft und repariert habe, muss ich sagen, toll. Dankeschön. Oh, das ist da. Wo ist denn die Verkaufsstation? Achso. Warum sitzt du eigentlich im Becken? Nur die Coolen sitzen hinten im Bus. Das ist richtig. Ach, hier kaufe ich oder was? Tatsächlich. Hopp. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Die erste Woche war ja irgendwie so viel und ach, weiß ich auch nicht. Guck mal, diese, ja doch, gut, Donnerstag muss ich noch zum Zahnarzt. Wenn ich nachher feststelle, das Netzteil ist kaputt, bespreche ich noch ein Netzteil. Aber jetzt habe ich heute den zweiten Computer so komplett auseinandergerissen. Ist ja toll. Jetzt weiß ich auch endlich mal, wie das alles wieder geht. Den nächsten baue ich vielleicht einfach selber. Da kann ich mich wenigstens über mich selber ärgern, wenn was nicht klappt. Das stimmt. Na moin. Ne, die ist eingereicht. Die müsste im Mod-Hub erscheinen dann. Hallo. Das mit dem PC war echt sehr nervig. Sehr aufregend. Und der zweite von meinem Sohn ist jetzt ja auch kaputt gegangen. Ist ja, das ist der vor meinen, diesen hier. Der ist ja auch noch nicht alt.
Da ist das Netzteil scheinbar kaputt. Ja, das günstiger, das habe ich akzeptiert, dass das ein paar Mark mehr kostet, aber dafür wollte ich meine Ruhe haben, weißt du? Da dachte ich, da sind dann voll die Profis bei. Mhm. Hat nicht so funktioniert. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, darf ich gar nicht ablabern. Das kann immer mal sein, dass irgendwas Neues nicht funktioniert. Auch wenn es denn zwei neue Sachen sind, die nicht funktionieren. Ja, aber es ist dann schon ärgerlich. Aber dann kommt es halt darauf an, wie man damit umgeht, ne? Ja. Ach komm, fahr hier mal zu den unteren beiden. Wenn für dich? Ja, ich bin sicherlich später einen Abend in Discord. Was heißt denn wieder Aufregendes? Oh, das ist jetzt Fehlaussage. Ich weiß noch gar nicht, vielleicht muss ich an den anderen PC noch bei. Fast hätte da wieder ein Schild gelegen. Ich habe schon Fallen sehen. Ja, die fallen aber auch von alleine, ne? Sag ich dir. Also, ja. Ich muss nochmal zur Apotheke. Sollt ihr den Weg zur Apotheke sagen oder was? Und nicht anrufen. Ich sitze drinne oder ich bin nicht. Wenn ich nicht drinne sitze, bin ich auch nicht da. Die nehmen hier so. So. Oh ja, guck mal, da bringt ordentlich was. Die ersten Male halt, ne? Ja, vielleicht muss ich den. Das kommt jetzt darauf an, was dann mit dem Test mit dem Netzteil ist. Ich vermute, das ist das Netzteil. Den zweiten PC bin ich noch am Gange. Und dann möchte ich noch was essen. Ich habe noch so schöne kleine Currywurst von Mühlenbeck. Ja, meine Tochter hat auch noch einen Kuchen gebacken. Ach Gott, ich habe noch so viel um die Ohren. Du bist doch da, ich bin da, aber nicht am PC. Mal später meistens noch. Wobei manchmal kommst du nicht auch. Gestern habe ich zum Beispiel ein Wrestling geguckt. Ich bin alt. Und dann, weil ich den PC komplett auseinander hatte, hatte ich gestern Abend irgendwie gar keinen Bock mehr auf PC. Verstehe ich nicht. Ja. Der Gott, doch bald wieder eine Konsole, wa? Nee, ich hau mich dann wirklich auf die Couch und gestern habe ich Wrestling geguckt. Dann gucke ich jetzt immer ein paar Filme mal. Eine Serie hatte ich noch geguckt, die ich gefunden hatte. Ja. Einfach mal abchillen und abhängen. Kann mich dann immer nicht so schwer begeistern, irgendwas anzufangen zu zocken oder so. Abhängen, das passt, ja. Da esse ich meistens noch eine kleine Schale mit Bananen und Milch drüber. Toll. Schale mit Bananen? Ja, die schneide ich mir immer ein kleines Stück in die Schale und dann kriege ich da Milch rüber und mampf das. Ja, super. Und ich habe in Thermi, hatte ich erzählt, ich hatte das erste Mal im Thermomix meine Bananenmilch gemacht. Thermomix? Ja, das ist ja wie so ein Mixer letztendlich, ne? Ja. Einfach rein die Bananenmilch rüber, schön durchrühren lassen, ab in den Kühlschrank, fertig. Oder Kugelvanilleeis mit rein. Das hatte ich nicht, ich habe das so weggesoffen. Dann geht das richtig gut. Das ist voll lecker. Vor allem, vergleich das mal mit dem Bananenmilch, ne? Wie viel ist da drin? 0,001% Banane. Und ja, den du die kaufen kannst. Ja, schmeckt ähnlich wie Banane. Ja, vielleicht. Ach, ja, schmeckt ja nicht so. Und denken die ganzen kleinen Kinder, guck mal, das schmeckt Banane. Das ist nicht eine echte Banane, das ist gar keine echte Banane. Piggy, erzähl doch mal, was hast du denn in deinem Urlaub Aufregendes zu tun? Meinst du mich? Nee, ich meine Pinky.
Ach du, Pinky hat auch Urlaub? Den gibt Pinky jetzt mal so auf Eier. Grüß deine Mama von mir. Ist schon toll. Ich mag die auch richtig gerne. Ich möchte gerne so ein Bananensplitten mir nochmal in Urlaub irgendwo reinverleiben. Hm. Mega. Aber ja, grüß deine Mama, Pinky. Auf Achse irgendwo hin. Darf ich raten? Nein. Mach ich was jetzt? Ruf sie an. Verdammt, was ist denn mit dir? Störrische kleine Ziehe. Pinky ist doch nur am Schlafen. Musst du glocken. Dann schläfst du nicht mehr. Hallihallo. Na? Hallo. Funz wieder alles. Läuft wie Tüt. Gestern auch schon mein Raumschiffspiel gespielt. Dann auch keine Anforderungen mehr. Jetzt ist so, wie es sein soll. Die Grafikkarte lacht sich über alles kaputt. Oh, Pinky wird komisch. Den kleinen Friesenjungen. Gott sei Dank ist Pinky unterwegs. Haben wir erstmal Ruhe. Für den Fuffi sage ich euch, wo sie ist, wenn ihr sie treffen wollt. Hat sie unheimlich gerne. Dann können wir auch ein Autogramm mitbringen. Für ein Fuffi ist billiger geworden, ne? Letztes hast du auch 200 verlangt. Lässt nach, ich bin jetzt mehr auf ihre Mama aus. Ach du liebe Zeit. Gehen auch 10 Subs, wow. Den von dem Fuffi habe ich mehr. Twitch zieht zu viel ab von dem ganzen Geldding. Kein Spaß. Ah, oh, so gut, ey. Kurz weg. Mhm. Jetzt steht den Schreiber gut. Meine Mutter kann so nervig die leisten. Oh, ich weiß nicht. Da findet man ein gemeinsames Hobby. Ziegenzucht oder so. Essen ist vielleicht bei oben. Ist wirklich, könnte sein. Oder wir haben so lange jetzt über Essen gesprochen, dass er sagt, ich muss mal eben kurz was holen. Chris, moin. Sei gegrüßt. Urlauber, ja, Gott sei Dank. Vielleicht fange ich heute an auch mal Anno für mich an. Dass es so ein bisschen gestartet ist und dann streame ich das vielleicht abends auch mal ein bisschen so Chill-Stream Anno oder so. Oder Age of Empires. Mal gucken. Aber erstmal den anderen PC wieder zum Rödeln bringen. Boah, ist der schmutzig. Sieht aber gut aus. Weißt du eigentlich, dass Martin hier immer Ziegen versenkt? Pinky? Der schmeißt grundsätzlich Ziegen ins Wasser. Weiß nicht, was da los ist mit ihm. Vielleicht denkt er, du riechst komisch. Hier. Schmeißt ständig ins Pool rein, das Ding. Ist komisch, der Panda. Oh, gleich müssen wir neu holen. Na, solange er sich auch mit Seife abschrubbt, aber der Geruch ist so streng, da kriegt man... Ich weiß nicht, ich werde ihn fragen, ob er die Ziegen vorher schrubbt. Daniel, moin.
auf die Map erscheint, weil ich Mod habe. Ich spiele auch schon 3 Wochen kein LS mehr, da ich nur auf die Map warte. Au. Ja, das geht bestimmt schnell. Die hat hier so einen Sonderzugang, glaube ich. Daniel hatte ich, ne? Moin, hi. Da fliegt irgendwas daneben. Was ist das denn? Ich hab so, wisst ihr was? Ich glaube, ich weiß, was ich heute Abend nach dem Stream noch esse. Ich habe irgendwie seit Tagen so ein Verlangen nach Rührei. Ich werde mir schön Rührei machen. Schön rühren, Salz, Pfeffer ran, ein bisschen. Und dann schön mit Ketchup rein in Wams. Mmh. Das ist eine Idee. Was? Guck mal, wer da drin sitzt. Geil, wa? Ich winkte der Dose noch zu. Cheat, nee, können. Du darfst Tricks. Und cheaten kenne ich ja nicht. Ich bin im Alter, da hieß das noch Trick 17. Der Klubschi sitzt drin. Ich glotze nur. Ich glotze gerne. Wie kommst du jetzt von gewaschenen Ziegen auf Rührei? Naja, vielleicht findet die Ziege das nicht gut, dass der Panda sie schrubbt. Und dann gibt's Rührei. Wenn sie mit ihren Hufen den Panda sagt, mag ich nicht. Verstehst du? Ding Dong. Schon hast du Rührei. Kann man so miteinander verknüpfen. Jetzt denke ich immer, das Lenkrad ist zu groß hier, ey. Ah, das hat mir schön versaut, hat er mir das. Also ich verstehe nichts mehr, erklär nochmal. Naja, wenn der Panda die Ziege schrubbt und die Ziege mag das nicht und wehrt sich und huft den Panda, dann gibt's Rührei. Emergency Pack? Das, pass auf, das zeige ich dir. Hier. Erstmal dahin. Und pass auf, dann kannst du hier mit F1 startest du ein Szenario und dann brennt ein Silo, Ballen oder gestern habe ich einen Autounfall gehabt, da musst du dann richtig mit Schere und so die rausschneiden und alles. Rettungswagen gibt's noch nicht. Bis jetzt brauchte ich noch nie einen Rettungswagen. Wenn ich da war, ging das immer alles rasend schnell. Guck mal, kannst du das Szenario starten? Es gibt einen Notfall. Wir haben brennende Ballen gemeldet bekommen. So, machen wir mal. So, dann guckst du mal eben an, wo brennen die Ballen denn? Wollen wir mal eben schauen, wo leuchtet's. Aber der Autounfall war schon krass mit Schere richtig aufschneiden und Dach abnehmen und sowas halt, ne? Wo leuchtet's denn? Gestern hat's bei mir auf dem Hof gebrannt. Hä? Bin ich blind? Wo brennen die Ballen? Sieht das irgendwo blinken? Ich sehe es gerade echt nicht. Bin ich denn blind, sag mal? Ich sehe hier keine brennenden Ballen gerade. Ist ja noch Beta. Wir brechen nochmal ab. Ach so, ich habe aus Versehen wahrscheinlich abgebrochen, ne? So. Abfallcontainer. Okay, gucken wir jetzt mal. Wo ist der Abfallcontainer? Da. Da brennt ein Abfallcontainer. Wo sind wir? Wo ist der Händler? Da. Einfach die Straße gerade runterjödeln. So, ab geht das. Ich lass mal Sirene aus, okay. Gas! Und jetzt kommt nämlich das jahrelange Golffahren und Feuerente fahren und so zu tragen, ne? Dafür habe ich trainiert, jahrelang. Abkürzung, Jungs, haltet euch fest. Schüttel, schüttel, schüttel. So. Einsatz. Und Zaun. Hier. Ach, wir halten einfach hier. So, zack. Stehst du drinne.
Achso, die Geräte sind angegangen. Die Leitern kannst du auch noch ausfahren, sonst machen wir jetzt nicht, weil die Geräte hinten dran. Mensch! Ich kann Ihnen helfen! Ja, wir können ja gleich mal starten, bis ein Auto unterkommt. Ja, starten und abbrechen. So, guck, jetzt ist geschafft. Jetzt habe ich hier 1000 gekriegt. Kann dann hier sagen, Szenario stoppen. Flupp, und ist der Container weg. Wie gesagt, gestern war es mitten bei mir auf dem Hof. Ich koppel die Dinger da hinten mal eben ab, dann starten wir mal eben ein anderes Ding. Können ja einmal so starten, abbrechen, bis ein Autounfall da ist. Also ich habe erst gedacht, was soll ich mit einem Feuerwehrauto, ne? Das ist irgendwie, ist halt nicht meins. Aber durch diese Möglichkeiten dieser Einsätze, die da sind, das geht ja in vielen anderen Sachen dann auch, ne? Diese Szenario starten und so. Das ist, ich habe irgendwie das Gefühl, das kann ganz geil werden. So, pass auf, ich koppel die beiden Dinger mal hinten eben ab. So, also, jetzt könnt ihr mit der Maus nämlich hier noch das Licht hochfahren. Falls es mal dunkel ist. Mit F halt durchschalten, ne? In alle Richtungen bewegen das Ding. So. Oder halt mit X. Schon mal die Leitern runterfahren. Aber noch nicht ausfahren, das geht noch nicht. Also, da wird ein bisschen was kommen. Jetzt machen wir mal Szenario starten. Wieder ein Notfall. Wir haben einen Autounfall, jawohl. Zack. Machen wir mal eben hier. Wo haben wir den? Wo blinkt's? Wo blinkt's? Da. Direkt bei meinem Hof, ne? Drehen wir mal eben um, fahren da lang. Weg! Weg! Aus dem Weg! Rettungsgasse! Was ist los mit euch? Ja, die drei. Das Auto hier und, die beiden Sachen, die du hinten ran machst, aber die sind, glaube ich, für noch nichts zu gebrauchen. Es ist ja aber auch noch Beta halt, ne? Im Moment, also im Prinzip brauchst du im Moment nur das Feuerwehrauto und die Szenarien, ne? Da kommen dann noch Sachen zu. So, da ist er schon. Düsen wir hin. So. Oh, da ist das Auto. So, fährst in das Grüne rein hier, aussteigen. Jetzt müssen wir gucken. Erstmal, glaube ich, die Straße absperren war das, ne? Muss ich die Dinger nehmen? Mal gucken, war denn das noch? Genau. Boah, wie zählt das? Zählt wohl. Muss ich hier anfangen? Oder war es hier vorne, glaube ich, ne? Mal gucken, dass man da nah genug rankommt. Da muss ich gestern auch schon so ein bisschen suchen. Hier. Zack, nicht die Tür da. Dann kannst du die Tür auch hier beiseite packen. Hier hinten mal eben ran. Hier geht das. Irgendwie geht die im Baum hängen. Könnte sein. Aber komm. Also, ich kann mir vorstellen, dass das für manche einfach eine Abwechslung ist. Gerade wenn noch mehr Sachen dazukommen. Mal eben gucken hier. Der Bereich ist noch nicht so. Lea und Marvin, danke für euer Follow. Da. Ne? Hier. Ja. So, die hintere Tür noch.
Mach ich da richtig können? Ja, so. Jetzt das Dach ab. Bleiben Sie ruhig, ich bin gleich da. Wir sind leider mal so ein bisschen hier am Bummeln. Na, wo leuchtet das auf? Hier, da. Genau, sonst echt ganz cool umgesetzt, ne? Das denke ich auch. Ich war auch immer da so nach dem Motto, naja, ein Feuerwehrwagen, das Holz damit. Aber durch diese Mission, ja, es ist halt einfach mal was anderes. Und es gibt halt wieder neue Möglichkeiten für andere Leute, denn, ne? Wo ich noch schneiden muss. Leider wurde vorher und das ist so einfach gesagt. Hallo! Ich kann hier mit diesen Dingern auch bestimmt mal ein bisschen die Hufen schneiden. Da es so random gesetzt wird, ist das manchmal halt so ein bisschen ungesehen noch, ne? Das ist eigentlich nur nach vorne hier, oder? Ja. Hier geht's nicht an die Hufen. Das ist auch nur ein schneller Schnitt. Genau, jetzt nimmst du die Trage. Gehst da einfach hin. Wo steht denn hier irgendwie retten? Gerade. Ist jetzt hier alles zu dicht beieinander oder was? Held! Großartige Rettungsstation, danke! Guck mal, 962 zugekriegt. Sind die nicht von denen, schicke ich jemand anders? Hallo! Ja, dann brauchst du wegen keine Nachbehandlung. Toll! So, das war das mit den Autos. Kannst wieder einsteigen, Szenario beenden, Geld habe ich gekriegt. Zack, verschwindet das wieder. Bisschen Applaus. Ja, das hört man ja eh so laut, wenn die beiden Hufen gegeneinander knallen. Aber, wie gesagt, ist schon ganz cool gemacht, ne? Kann man sich mal gönnen. Man darf halt nicht vergessen, hey, das haben die einfach mal so rausgehauen, das ist kostenfrei. Weil sie irgendwo gehört haben, dass sich das welche wünschen, ne? Da steckt ja auch so ein bisschen Arbeit drin, ne? Für mich als Spieler kostenfreies Update. Toll. Bin ich gespannt, wie es damit weitergeht. Mach das aus. Warum? Hobbel, hobbel, hobbel. Wo bin ich denn hier? Ich muss wenden. Warum? Falsch gefahren. Partybeats, moin. Das Gejaul höre ich den ganzen Tag. Achso. Ach so ist. Rettet sein. Ja, ich war zu lange so ab. Oder der Knilch hat nicht so viel Geld, wer weiß. Aber ja, ansonsten finde ich gut gemacht, muss man sagen. Das Feuerwehrauto, das ist nicht nur ein Feuerwehrauto, du kannst da auch Missionen mit starten. Hier, wenn du ein U drückst, dann gibt es Autounfälle, brennende Silos, brennende Mülltonnen und so weiter. Kannst du dir im Mod-Hub runterladen. Das ist kostenfrei da.
Genau wie den Deutz. Der ist auch neu gekommen. Ist. Aushalt. Was hast du denn gemacht? Topf abgewaschen? Schwarzgeld, da gab es mehr. Wow. Wow, ey. Ganze Bude geputzt. Du, Buddy, was soll ich sagen? Meinethalben, setz dich in Zug, komm her, kannst du hier weiter schrubben. Zeig dir so ein paar Stellen. Hättest du auch gerne. Du hast wohl einen Vogel. Nee, die mit Vögeln, also. Die Dinger im Käfig war nicht so meins. So, wollen wir mal eben Neukalk. Gut selber, was ist denn jetzt mit dir? Gut gerettet, dachte ich auch gerade. So, zack. Das war's wieder. Schneiden. Die können seine Wut noch mit Kecker durch. Da ist ja nichts drin. Nee, eine Streamkuh. Und eine Katze. Ja. Ach, stimmt. Ja, richtig. Ich habe ja einen halben Zoo hier. Die Streamkuh kannst du auch als Feudel benutzen. Muss nur schnell genug mit dem Stiel sein. Leckerli hinschmeißen, Stiel einrasten. Wunderbarer Feudel. Hab fertig. Mahlzeit. Warum hat die Streamkuh für große Augen? Die macht für mich wieder Feudel. Wo bin ich jetzt hingefahren? Deshalb will dein Kopf Emote-Idee. Ja, geil, oder? Ja. Das sind zwei Emotes, die man zusammenführen muss. So, rein am Bett. So, weiter geht das. Hi Gott, moin, sei gegrüßt. Mein Sofa ruft nach mir. Ich wurde noch aufgepflanzt da. Schöne Sofazeit. Hat die letzten Tage auch ein paar Mal gemacht. Stopp, bleiben Sie stehen, sonst muss die Feuerwehr wieder kommen. Boah! Siehst du? Liegt schon wieder ein Schild. Oh, hau. Oh, war ein bisschen flink. Das war ein bisschen flink. Der Warm ist voll. Wow, okay. Du isst. Also wirklich, du isst genauso oft und viel wie ich oben immer. Ist auch nur am Kauen. Bin ich froh, wenn du ab und zu mal mit dem reden kannst. Wird das Schild um? Nee, das sind Tests. Bevor aus Versehen klemmt bei irgendeinem Trecker das Gas und der rast da so rüber und dann passieren so Sachen, die keiner voraussehen kann. Deswegen knister ich da auch so rüber. Da muss ich an alles denken.
Alles testen, sag ich dir. Sofort an das Schweinchen aus dem Traumschiff Enterprise. Oh, was war da denn noch? Das weiß ich gar nicht mehr. Wenn ich Besuch da irgendwie kommt und ich will das gar nicht, dann tue ich immer so, als wenn sie ein Stinktier ist. Er fährt halt alles um. Ja, aber ich verrate dich nicht, Patty. Ausreden, König. Verstehe ich nicht. Hier wurde noch nie im Stream, in 10 Jahren wurde hier noch nie eine Ausrede benutzt. Höchstens Fakten. Ah ja, das fährt sich auch schön, ne? Das ist so richtig schön, ein bisschen mit am Schaukeln und so, muss ich sagen. Das fährt mir richtig, richtig gut. Haben sie wieder einen schönen Trecker auf den Markt geschmissen. Bei mir ist nur der Wind zu stark. Dann musst du andere Sachen essen. Wind zu stark. Ist deswegen deine Bude leer? Hast Durchzug gemacht oder was? Jetzt kommen wir der Sache langsam näher. Fenster sind noch offen, bei mir auch meistens. Aber naja, außer bei so komischen diesigen Wetter. Dein Fensterzug, Klimaanlage an. Balkon wichtig, genau. Ey. Das habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Ich habe von Deichbewohner gelernt. Wind ist erst, wenn der Schaf kein Lock wird. Genau so ist das. Das finde ich auch mal geil, ne? Wenn du so richtig schön. Wenn eine richtig steife Brise kommt, dann stehst du am Deich, gehst langsam die Treppe hoch und dann kommst du oben an und wurf, kriegst voll einen an den Kopf. Finde ich richtig gut. Das ist auch so, wenn du im Bremerhaven auf diesem Hotelgebäude da bist, ne? Dieses, wie nennt man es? Dieses Segel da. Einige kennen das vielleicht. Das ist auch so, du hast oben, du gehst ja mit so einem Turbolift, fährst du nach oben, und hast so eine untere Plattform, wo du drauf guckst und sowas, und eine obere Plattform. Und das ist so eine kleine Treppe, die hochführt. Aber so mega breit halt. Gehst du hoch, ein Stockwerk höher, dann kann es sein, dass unten ist gar nichts, aber wirklich die, keine Ahnung, 10 Meter höher, kriegst du oft mal so eine Kelle von Wind am Kopf, ist schon krass. Richtig cool. Im Fenster auf und Heizung auf volle Pulle. Ja, deswegen, da haben wir nämlich Klimaerwärmung, ne? Hallo. Black Gamer, moin. Hallo. Hast du gegessen? Nein. Du kaust doch gerade. Ich kau gar nicht. Ach so. Dann hat er die Ententechnik gemacht. Nein, ich hab telefoniert. Ach so. Beim Imbiss angerufen oder was? Ja, genau. Das waren früher noch Zeiten. Schön Imbiss anrufen. Ich hab aber ein paar Broiler fertig. Schön halbe Hähnchen. Dazu müsste es hier erstmal einen Imbiss geben, wo es sowas gibt. Ja, leider sind ja viele ausgestorben. Ja, gibt ja nur noch Dönerbuden. Ja, da habe ich im Moment wirklich die Schnauze von voll. Ja, aber richtig. Pizza-Service habe ich leider keinen guten mehr hier. Wirklich nicht. Also ich habe einen, ich sage, ich habe noch nie einen Pizza-Blitz oder so gesehen, der hier von Google-Bewertung 2 Sterne kriegt. Und was da unter drin steht, das stimmt leider. Ich bin ja skeptisch und probiere das trotzdem, aber nee. Roller geiler Scheiß, ja. Ja, nur Samstag. Aber letzten Samstag habe ich verpennt. Guck mal, da sitzt im Wasser drin. Voll in der Mitte. Ich hoffe, sie haben mir geschmeckt und du hast bei jedem Bissen an mich gedacht. Oh. Haxe, das ist glaube ich nicht so meins. Nee, das ist auch nicht meins. Was ich im Moment richtig geil finde, sind so Hähnchenkeulen. So richtig schön mit krosser Haut und gut gewürzt. Da habe ich im Moment Bock drauf. Mit zerquetschten Kartoffeln.
Den sind wohl die Kartoffeln zu Kopf gestiegen. Warum? Er hat lange keine Kartoffeln mehr gemacht. So. Aber ein Feld müssen wir noch, dann sind wir mit durch. %99,94 Ja, wenn ich was mache, mache ich es richtig. Somit sitzt jetzt der. Ich dachte, du vergleichst dich gerade mit einer Gurke. Wow. So viel Wasser hat der. Ja, und Axel, du hast doch gerade gegessen. Du hast keine Achse mehr, ich glaube, es hackt. Oha. 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 Naja. Komm, helf den Mapper mal eben. Ich vermute mal, das sollte hier hin. Ciao. Komm, da ist eine Bratkartoffel. Da ist ja wohl viel Fett im Pool, da rutscht man aber auch. Bratkartoffeln hatte ich erst. Ich mache immer, das ist eigen, aber ich mache mir Bratkartoffeln, hau dann da einfach ein paar Eier rein, so mit Rührei vermischt dann im Prinzip. Schön natürlich lecker gewürzt, noch ein bisschen Schinken mit rein. Und dann zum Schluss haue ich mir dann noch so, weiß nicht, 4 Eier Eiweiß damit drüber. Aber nur das Eiweiß. Lecker. Zack. Kann wohl nicht wahr sein. Ja doch. Die fährt eh nur um. Nee, ich habe die nicht umgefahren. Kartoffeln. Renn, Huben. Der will die fressen. Boi, Wolfi. Ich will dir fressen. Was heißt, Wolfi. Ich will dich fressen? Hallo, Fanta. Oh, ja. Boldi, Alter. Mhm. Rufen dich Galaktika. Das hatten wir mal gemacht, wo wir hier mit mehreren Fenstern gestreamt haben. Da haben wir auch gesagt, ja, hallo Spetzer. So, und jetzt schalten wir zum Martin. Schnipp. So geil, Alter. Nur noch gefehlt, dass er dann in so einem Bananenmobil sitzt, Alter. Richtig gut. Zahn tropft immer mehr. Ja, das hatte ich auch, als er so weh tat. Tropft noch ganz andere Sachen. Was alles Ferkel? Ich sag nix. Ich schnapp das nur auf oder lese vor. So. Ich werde auf jeden Fall nochmal holen. Nütz ja Arsch nix. Ja, wie gesagt, ein bisschen außerhalb gemäht. Aber hey. Die wachsen? Was? Selber Ferkel.
Tropfe schneller. Aber Jürgen hat sicher was im Schrank dafür. Wow. Sprichst du aus Erfahrung? Kommt sowas auf mich zu irgendwann? Ups. Oh, Scheiße, daneben kam. Die Wasser... Ja! Vor allem immer wieder... Hm? Verstehe ich nicht. Kann ich schlecht lesen. Bist du gerade im Tunnel? Mal schon einen Stock mit... Da plättert es nicht... Wow. Warum hast du den Stock? Zeige ich dir. Tropf, Tropf. Schön über den Hof bügeln hier. Fahre mit Absicht lang. Ich wollte euch noch mal zeigen, wie schön der Hof aussieht. Hat hier schon wieder Schweinereien. Vorher in meinem Kreis gefahren, jetzt hier, ja, scheiße. Boah, Alter. Hallo, weil ich wo Vorfahrt hab. Was ist denn mit ihm? Ja, hallo. Nobla. Brauchen wir ein bisschen Zucker. Was denn? Ich teste. Ich sage euch das immer wieder, Kollisionen gehören auch zum Test. Ja. Dankeschön. Flop. Und Abfahrt. Ich suche noch da, da telefoniert ja. Ich bin doch da. Wann begeisterst du uns denn mal wieder mit dem Stream? Oh ja, ich habe jetzt auch so zwei Termine. Na, bis jetzt habe ich ja immer Pech gehabt, ne? Ich zwei Termine noch diese Woche und dann müsste es eigentlich klappen. Geil. Die letzten Male waren ja nicht so toll. Ne? Nein? Ja, nee, ich musste das eine Mal dann kurzzeitig wieder abbrechen, weil ich leider weg musste. Ach so. Ja. Chris, moin. Sei gegrüßt. Moin. Na ja, gut, du kannst nichts machen. Das ist ja wie Sonntag bei mir, ne? Da musste ich dann ja auch da... Da hatte ich dann den Kopf auch woanders, ne? Da hat kein Zeit. Ja, aber das kannst du. Da steckst du nicht drin. Das kommt dann und dann muss ich auch Schluss machen. Das ist dann... Dafür hat man dieses Hobby halt und... Doch, das geht.
Wenn das so weit weg ist, dann geht das. Ja. Aber da ich habe gerade Urlaub. Ja, gut, danke. Malurk, neue Episode, AEW. Jo, viel Spaß. Mhm, viel Spaß. Habe jetzt erst das große Event geguckt. Von der AEW? AEW gucke ich bis jetzt noch nicht, ne. Achso, ich dachte. Holt mich nicht so ab. Hat er da mal ein bisschen reingeguckt, aber irgendwie weiß ich auch nicht. Ist mir denn, ich hab, das ist dann auch wieder so ein Zeitfaktor, ne? Ich hab zwar Bock, mir ab und zu mal Raw, SmackDown und so anzugucken, aber dann, ach weiß nicht, dann gucke ich auch lieber irgendwie eine Serie oder einen Film oder so dann halt, ne? Mhm. WWE, oh, dieser eine, der ist immer noch Champion, wenn du das so siehst und oh nee, es zieht sich, ehrlich. Ja. Ist so, deswegen, aber ich habe da so viele Pausen auch drin, dass dann ist mir das nicht langweilig, ne, weil ich dann vieles gar nicht gucke. Ne? Da ich das nicht so regelmäßig. Nee, gucke ich ja auch nicht, aber wenn ich dann bei YouTube oder so, kriegst du das mal vorgeschlagen und dann sind so Zusammenfassungen da drin und dann ist er immer noch Champion und dann denke ich mir so, boah. Ja, dafür nur eine Stunde. Was eine Stunde? Ja, Nils, ist so, ne? Aber ich muss aber mal auch wirklich sagen, dass ich jetzt ja in diesem Urlaub eigentlich so gar nichts auf dem Plan habe. Aber gut, siehst du, dann kommt eins nach dem anderen, ne? Dann bin ich wieder froh, dass ich nichts auf dem Plan habe, weil sonst wird das jetzt sich alles stapeln, ne? Ich auch nicht mehr. Immer wenn ich mal Zusammenfassung schaue, kann ich 95% der Leute nicht mehr. Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, ab und zu haue ich mir das auch mal rein. Du kannst dann auch mal ganz gut nebenbei gucken, ne? Wenn du dann irgendwas anderes machst. Wie zum Beispiel Computer auseinanderschrauben oder so. Ja. So. Ja, und Nils Vario, bei mir kommt ja noch dazu, wir hatten vor am Freitag letzte Woche hatten wir Anhörung bei uns. Und da bin ich seitdem jetzt auch noch Löschzugführer. Ja, da weißt du, was da für Arbeit ist. Ne? Holper, holper. Ich hoffe, du hast ja die Gehäuse kann essen. Nö, ich habe mich nicht verletzt, in der Tat. Das sind alles nur abgerundete Ecken. Das Beschissenste für meine Wurstfinger war, den Lüfter mit den Klammern wieder an den CPU-Kühler da ran zu machen. Das finde ich immer so ein bisschen kacke. Das liegt aber an meine Wurstfinger. Oder ich habe die falsche Technik, wer weiß. Nicht gar kein bisschen Haut, gar nichts. Danach habe ich auch noch ein Fahrrad repariert. Auch da habe ich mich nicht verletzt. Nur eingeschmiert mit Kettenfett und dem Müll. Oh, man macht's ja gerne, Nils. Sonst hätten wir es nicht angefangen. Hubla.
So. Was denn da hinten auf der 12? Oh, jo, okay. Das machen wir. Pampa, moin. Sei grüß. Hallo aus dem Rohr. Können wir den erstmal fahren lassen hier? Wäre ja auch so ein mega geiles Geräusch beim Abbunkern. Das ist schön. Oh, oh, da, die Tanne muss weg. Komme ich da außen rum? Denke doch schon. Endlich frei und einer bekommt es ab. Wie? Einsätze. Wow. Was wird der Marktplatz genau? Original Ini-Tanne. Ey, Herr Nils, Arbeit ist das, auf jeden Fall. Ja, du bekommst es ab. Oh. Dankeschön, dir. Ja, vielen lieben Dank für den Prime-Sub in 5 Monaten. Warte. Jubel, Trubel. Dankeschön. Vielen lieben Dank dir. Ihn auch ausklappen? Ne. So, dann wollen wir mal eben so. Zielposition. Zack und zack. Zack. Zwei Vorgewände reicht, bla 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 bla. Dann generieren wir mal. Und Gas. Klingt schon schön, ne? Da verstehst du die Sache halt, ja. Dankeschön. Moin ihr Lieben, ist der oben denn auch da? Oh, guten Tag. Wenn wir hier gucken, wo ich denn den Anhänger gelassen? Da weiß ich schon wieder nicht. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Seid ihr in der Halle? Bettchen ruft 22 Uhr ist die Nacht wieder. Oha. Dann hoffe ich, dass du eine angenehme Nachtruhe hast. Und danke fürs Reingucken. Gute Nacht, träume schön. Ja, dann träume fein. Ich hatte die DJ.
Flugsystem weit über 3890 Einsätze am Wochenende in kleinen Projekten. So bügeln wir hier mal durch die Kolonnen, Faden hier. Hoppala. Ja, nee. Ist klar, du hast eine Kartoffel in RTW gesetzt? Körper. Sieht schon merkwürdig aus, aber hey. Ja, aber, ja, was soll ich sagen? Ganz kurz weg gleich wieder. Ja, bis gleich. Lass dich nicht klauen unterwegs. Aber Ähnlichkeit ist. Jawohl. Boah, zwei Wochenenden eine Figur, mein lieber Mann, ja. Und das, ja, mit so einer Lupe, genau. Ja, anders ist ja fast gar nicht möglich. So eine Augen kann ja keiner haben. Oh, ich glaube, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Zack, und schon wieder sitzt die Kartoffel im Wasser. Das gibt's ja nicht. Ich hatte dir bei Discord den Link geschickt, falls du es schon gesehen hattest, DJ. Von diesem Gitarrenonkel da. Jo, hey, bin ich auch total drüber weggekommen, ne? Aber fiel mir dann ein, ich denke, ach, jetzt schickst du mir das gleich, bevor du das wieder vergisst. Guten Tag. HWB. Okay. Ist Spotify schon wieder aus oder was? Oh oh. Lenkrad schwer. Mann. Chuck. Jo. Geht wieder, toll.
Ja. Hey, da liegt kein Strom hoch. Wo? Wo? Was der? Ja, was macht er jetzt? Immer schön rein da erstmal. Ja, er meint ja Gott sei Dank nichts kaputt dabei. Oh ja, cool. So sind sie halt hier bei Simulanten hier. Mit dem Zaun macht das schon was her, ne? Das ist schon echt cool. Da ist die Dose wieder daneben gesegelt. Er braucht das scheinbar. Er muss erstmal so Kontakt aufnehmen, wenn er sagen kann, ich fühle den Raps. Dann weiß er auch, wo er hin muss. Schon gut gemacht. Jörn, moin, hi. Hallo, moin. Heiko, moin. Moin. So. Uns mal ein bisschen umgucken eben hier. Was sind hier mit der 9? Die habe ich vergessen, die müssen wir noch kalken. Was ist mit der 21? Die auch. Nützt ja nix. Nehmen wir mal ihn, den haben wir lange nicht gefahren. Halt da lang! Wo gibt es den Fendt? Achso, der ist noch in Arbeit. Der ist wohl noch nicht da. So. Was schmeißen ihr da schon wieder alles runter? Muss ich auch noch? Ja. Machen wir aber erstmal voll hier den Bagaretti.
Tür ist auf. Oh, ich mach den Hotz. Aha, bleibt unter uns, ne? Oh, hallo Martin. Hallo. Da ist ja keiner, der da durchfahren will. Da muss ja richtig, genau. Ja, da kann man noch schön die Tür mal offen lassen. Also geil, die Tür ist auf. Ja, mir wollte auch schon erzählen, dass ich mit offener Motorhaube durch die Gegend fahre. Ja, ist auch so. Ja, das glaube ich. So, Klima kaputt. Ja, richtig. Klimaanlage ist ja auch gleichzeitig Fenster untermachen, ne? Toll, toll, toll. Wir sind von hinten von Bambusbär, vom Panda über Ziegen zu Rührei gekommen. Wo ich die Ziegen da wieder gerade sehe. War ganz interessant. Ich höre, ach, guck. Scheiße, die sind falsch abgebogen. Mann. Der Panda über der Ziege? Nee. Ja. Na, er wird ja gehuft. Und da gibt's ein Rührei. Gehuft. Guck mal, Panda, was denn? Tiefschlag. Ja, da mach ich mit. Da gibt's was zu holen. Und Anna mit. Oha, hier gibt es schon ein bisschen Kalk rauf, ey. Beim ersten Mal ist das immer so eine Sache, ne? Aber ich muss ja auch immer mit diesem Precision Farming spielen. Aber ist toll. Es ist wirklich schön. Erstmal ist immer. Räum die Sachen wieder in deine Bude. Du spielst immer ohne Precision Farming. Ja, ich habe mich da so dran gewöhnt. Ich mag das ehrlich gesagt ganz gerne leiden. Ich habe immer dieses kleine Ziel, das dann auf 100% zu bringen, ne? Wobei zu Anfang war es, glaube ich, irgendwie schwieriger. Jetzt kommt mir das immer so vor, als wenn ich eigentlich egal ist, was ich mache. Die Chat an die Gewinner, auch wenn ich nicht dabei war. Aber ich freue mich trotzdem für euch. Bei mir
auch keinen ohne Querfan. Nee, ne? Ist ja irgendwie. Fühlt sich gerade an. Ich mag auch mit diesen Sensoren halt gerne arbeiten, ne? Mit diesen Pflanzensensoren oder mit die Güllefässer mit den Sensoren oder dieses Unkraut bekämpfen dann, ne? Dieses punktuelle. Da hat Butters uns ja so Spritzen umgebaut und so. Finde ich, macht mir Spaß. Also das Schöne, dass es so vielfältig ist. Ich mach mal LS aber. Ich glaube, wenn das nichts für dich ist. Eine Sekunde mal. Huch, Scheiße! Ich habe mich verkalkt. Früher gab es das ja auch nicht. Ist so. Aber da haben sie was gemacht, muss ich sagen. Das macht mir wirklich Spaß. Dafür habe ich zum Beispiel irgendwie Mais Plus aufgehört zu nutzen, ne? Das war für mich auch mal weg. Habe ich im 19er gerne benutzt. Kommst vom Kurs ab, ja, ist ja gut. Hier wird noch selbst gelenkt. Man kann das einfach vorpowern. Genau, das mache ich auch gerade. Ja, ich hatte Glück mit meinem Prozedur. Also letztendlich, ich habe ja alles aufgeräumt, geklärt, sauber gemacht, bla bla bla. Und letztendlich war es aber, ich musste den Grafikkartentreiber mit einem Tool entfernen im gesicherten Modus. Hab den dann neu drauf gemacht und ja, die Chipsets-Treiber und alles neu. Und jetzt läuft er wieder. Jetzt habe ich wieder bei LS 2% GPU-Nutzung. Und bei den anderen Spielen, wo er auch so auf 100 gegangen ist, bei den Raumschiffspielen und so, oder bei Cyberpunk, hat er jetzt maximal irgendwie 20, 25. Ich sag, was für faule Leute. Faule Leute? Nee, ich muss mich hier, guck mal, einzelne Berechnungen und so und hast nicht gesehen und bla bla bla. Ach, oder VCA meinst du? Habe ich das hier überhaupt noch drauf? Mal gucken. Nee, das habe ich nicht mehr drauf. Hatte ich mal die ganze Zeit, aber ich benutze es. Habe es dann irgendwann nicht mehr benutzt. Hotz hat lieber GPS. Bei 2% brauchst du dich nicht wundern. Da hatte die Grafikkarte einfach keinen Bock mehr und wollte mehr. Ja, die wollten mal gucken, wie es ist, ne? Aber das ist jetzt wirklich, das ist halt, was ich sagte, ne? Die 3080, die auch geschrieben wurde, ja, die muss ja auf 100%. Nein, muss sie nicht. Ich spiele nur auf 2K und keine 4K. Und auch meistens keine Spiele, die irgendwelche große Anforderungen haben. Und ich sag, selbst Cyberpunk mit voll aufgedrehter Lotte halt, ne? Lacht die sich drüber kaputt auf 2K, ne? RTX on und den ganzen Scheiß da. Und das will ich nichts. Oder mein schönes Raumschiffspiel Everspace 2 auch. Vorher hochgegangen auf 90%, kochend heiß war das Ding. Und jetzt lächerliche. Ich glaube, Everspace, ich weiß, war gestern auch maximal 5 oder 10%. Also wirklich, jetzt läuft auch wieder der Bock. Genau, See and Spray, das finde ich auch geil. Da haben wir ein paar Spritzensets umgebaut von Butters. Ja, VCA hatte ich auch drauf, weil ich das auf dem Joystick gelegt habe, brauchte ich nur einen Knopf und dann fährt er da lang. Aber ich habe das, ach, könnte es eigentlich mal wieder draufschmeißen. Das beißt sich ja nicht mit GPS, ne? Das ist ja egal, die beiden, ne? Ja, auch ja da. Wollte eigentlich ein Zwiebelmettbrötchen essen, aber hab stattdessen eine Stunde mein Smartphone gesucht. Oh, du bist doch fertig. Hast du deine Mama angerufen? Ich nehme das Mettbrötchen, die Zwiebel kannst behalten. Achso, moin, hi, sei gegrüßt. Max, moin, hi.
Also siehst du, müssen wir morgen mal gucken, ob wir das da mal ein Video durchgezogen kriegen, eben schnell. Jetzt geht der PC ja wieder. Nach dem Stream will ich nochmal eben den anderen kurz angucken. Kurz. Das gefällt mir bei solchen Sachen immer. LS19 hat die sich gebissen? Okay. Was war's? Ich musste den Grafikkartentreiber mit einem Tool entfernen. Dann habe ich Chipset, Updates und das alles gemacht. Komplett aufgeräumt, abgesichert, Modus den Treiber entfernt. Neu installiert, die Treiber und BAM! Liefer wieder. Digga Riesu, moin, sei gegrüßt. Und Max, danke für dein Follow. Moin. Nee, wann denn? War erstmal froh, dass ich das Smartphone wieder. Wieso? Hast du das verloren oder was? Oder brauchst du eins für große Hufen? Ja, Gott sei Dank, ey. Ich hab schon alles gesichert, ne? Ich habe vorher, falls irgendwas schief geht, ja, wegen irgendwelchen Updates, ich wusste ja nicht, ob ich das BIOS-Update machen muss, deswegen habe ich alles auf die Cloud geladen, meinen ganzen PC, ne? Alles von LS und so, das, Gott sei Dank habe ich so eine große Leitung, ne? Ja, und dann alles eben installiert nebenbei, das ging auch relativ fix, diese Chipsets und so, da war ich sogar im Discord mit drin. Da habe ich zum Schluss wieder nochmal einen abgesicherten Modus mit dem Tool, den Treiber entfernt. Aber ich habe den vorher auch schon mal entfernt, aber es ging nur wirklich mit diesem Tool in abgesicherten Modus, ne? Muss man auch mal sagen. Hat gar nichts gebracht, den Treiber einfach zu deinstallieren und zu entfernen. Ohne den Tool geht echt gar nichts. Aber danach war dann wirklich gut. Gott sei Dank. War jetzt wieder ein Ziege in den Pool geschmissen. Verloren? Ach du Scheiße. Und es rutsche und noch den Sessel da irgendwo in die Ecke. Ich bin fertig mit den Nerven, aber froh, dass sie sich gemeldet haben. Achso, haben sie wiedergefunden. Ach, Gott sei Dank. Da kannst du ja auch immer unnötig Geld versenken, ne? Aber kann ja keiner was mit anfangen, ne? Du hast ja wahrscheinlich so einen Hufabdruck als zum Entsichern. Bringen die Finger ja auch nicht viel. Oder haben sie dich angelacht, wo du es abgeholt hast, so. Ich meine, oh, was für Schweinereien die da drauf hat, Alter. Oh. Na, guck mal, da schmeißt er sein Altmetall da wieder rein, ey. Toll. Braucht man da jetzt aber kein extra Tool. Aber egal, Hauptsache es hat geklappt. Ja, ich habe den vorher auch so. Ich bin jetzt ja nicht der Mega-PC-Profi, ne? Ich hatte nur geguckt, ja, abgesicherter Modus löschen und alles. Aber er hat scheinbar nicht alles da runtergehauen, ne? Dann musste ich, denn ich habe dann auch dann erst den Treiber installiert. Dann hat er eine Fehlermeldung gehabt. Dann habe ich den Treiber nochmal installiert. Und dann hat er auch erst diese Experience und so alles mit draufgehauen, ne? Und seitdem läuft er. Hey, ich habe noch mal eine Frage. Gibt es auf der Ostseeküste Konsolenversion eine Möglichkeit, das Problem mit den nicht platzierbaren Bäumen zu lösen? Das weiß ich leider nicht. Ich habe weder Konsole noch spiele ich die Ostsee. Aber vielleicht weiß das ja einer im Chat. 10 Jahre Bann. Klingt erstmal ganz witzig, aber lass ihn mal. Ich habe ja immer so viel Spaß mit seinen Fails. Wusstest du, dass der keine Möbel hat? Wolf TV, moin! Guck mal, der Irre, der macht im 72. Monat einen Resub der Stufe 2. Junge, 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 Junge. Vielen lieben Dank dir auch, ey. Krass, 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 krass. Dankeschön. Und boy, boy, ich hoffe, es geht dir gut. Boy. Die Abo. Wieso brauchst du was für deine Möbel? Und weiß ich nicht, nee, ich weiß, Konsole kenne ich auch wirklich gar nicht. Ich weiß, was eine Konsole ist, aber ich nutze sie nicht. Kann ich klagen selber? Ja, ich kann jetzt auch nicht klagen. Jetzt muss ich ein paar Sachen machen, aber jetzt ist gerade, ich hoffe, den Rest wird entspannt von dem Urlaub. 2 Wochen habe ich ja noch, außer Donnerstag, da will der Zahnarzt mich nicht quälen. Der nennt das Reinigung, weißt du?
Der reinigt meine Zähne. Ich wasche nicht mal meine Trecker hier. Mac, what? Boy! Hallihallo. Oha, ja. Da ist nichts, ja nichts. Muss man mit durch, ne? Ich bin jetzt ja tapfer. Ich habe jetzt ja meinen Zahnarzt, meine Zahnärztin gefunden. Von der habe ich keine Angst mehr. Bis jetzt ist es nett. Hat aber auch noch nie so richtig zugepackt, glaube ich. Zumindest gehe ich jetzt ohne Angst dahin. Okay, richtig hin. Wo gehst du hin? Ich gehe zum Zahnarzt, Digga. So, kein Problem. Kann auch grausam sein. Ja, sag's mir doch nicht. Bin gerade voller so, weißt du? Geh da richtig hin. Boah, kein Problem. Als Lösung vielleicht die kaufbaren Waldgebiete abholzen und dann unten eine Begrenzung kommen. Oh, okay. Wohl. Nee, also da kann ich mich gar nicht drauf konzentrieren. Ich muss immer warten, so, ne? Tut das jetzt weh? Da schwitze ich aus anderen Gründen. Hat das Plumps gemacht? Boah, Alter, wo kommt der denn immer her? Immer der Schwalle. Was ist denn los? Ja, lassen wir erstmal alle durch. Kalken da. Naja, im Baum. Ah, okay. Ja, das ich weiß das noch. Das war, glaube ich, im 15er. Im 15er, wo ich mal, weißt du, da denkst du dir so, ich mache ein bisschen Forst, sagt er. Ich sag, ja, mach mal ein bisschen Forst. Weißt du, dann bist du weg, kommst nächsten Tag wieder auf den Server. Alles nur noch am Ruckeln, 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 Alter. Ich weiß nicht, wie viele Millionen Bäume er da pflanzen musste. Aber hey, scheinbar hat er Spaß gehabt. Na komm, schütt den Rest hier schon rein. Hol wir es also hinauf. Seite rechts. Der klasse Drescher, meinst du? Der ist toll. Der ist wirklich gut. Mal gucken. Bei den Hühners. Muss auch bald mal die Tiere versorgen. Ja. Hier ist ja dieser tolle Hühnerstall drin. Tolle Hühnerstall? Ja. Der große hier von der auch auf Rehbach ist. Ah, okay, ja.
Ja, also der wird, macht wirklich Spaß, weil wir gerade, ich meine, Krupp war es, der hat dann noch den anderen Zaun eingebaut von den Treffern. Macht für dich, kann ich empfehlen. Ach, das habe ich auch gestern schon, habe ich den Trigger nicht gefunden, ne? Bin ich andersrum reingefahren, oder wie hab ich das noch gemacht? Seite hinten ist doof, Kornschieber, links. Das haut hin. Welcher Bett? Fieberkarte. Nimm dir noch ein paar mehr. Gönnst du eine ganze Flotte. Ja. Darf ich nicht vergessen, dass ich noch eine Mistplatte, glaube ich, neu setzen muss. Esse gerade lecker Selfmade-Kekskuchen von gestern aus. Cool! Armut vernaschen, was schiebst du denn? Ah! Gott! Das gibt's doch gar nicht. Schon mal Lö, das ist mir schon lange nicht passiert. Scheiße. Zum Glück habe ich immer noch Superbarkraft. Musst du aber auch aufstehen, Junge. Mann, ist denn das? Nudeln mit gebratenem Wurst. Oh, cool. Können wir auch geben. Der alte Moin, hi. Hallo. Naja, spielen wir hier mal so ein bisschen Party-Style. Was soll das denn jetzt, was? Ich will die ins Silo reinhaben. Falls ich weiß, was ich hier mit den Ballen vorhab. Boah, jetzt gibt der schon wieder um. Das gibt's doch gar nicht. Boah, Alter. Okay. Ein Feld kommt selten allein. Wollte ja nur eben schnell reinjucken. Wow, Arsch. Du sollst nicht essen, sprechen, wenn du isst. Das braucht man nicht klippen. Das ist nur ein Umdreher. Das ist nichts Besonderes. Er ist müde, allerdings. Sau. Da wäre ich gefordert, ich muss deiner fordern. Gucken. Ich wollte ja auch noch was anderes mal streamen. Mal gucken, wie nachher noch die Lust ist heute. Einer muss ich mobben. Räum doch erstmal deine Sachen rein. Tschüss, Ballnager. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das noch habe. Ich treffe sowieso dich, Patti. Die Erdbeerrolle ist sowas von weg. Ich wollte eigentlich erst nur eine Hälfte essen, ne? Aber was soll ich sagen? Was soll ich sagen?
ich mich verguckt habe, war sie doch kleiner. Es ist eine Rolle. Wenn die in Schwung kommt, dann hältst du die nicht auf. Die rollt einfach rein. Oh, weia. Kannst nichts machen. Ich hab's wirklich, ich hab alles versucht. Ich schwöre es euch, keine Chance. Da machst du nichts, ne? Nee, du gibst ja auch irgendwann auf. Du wehrst dich ja nicht, wenn der es eh schon alles immer so anstrengend ist. Ja, ich lass mich dann ja auch nicht fünfmal überreden. Also, bevor die Haare an der Zähne kriegt. Das ist eher die Äpfelrolle. Ich bin nicht die Äpfelrolle. Da hat er wieder irgendwelche Fantasien. Bist du die Äpfelrolle? Ja, herzlichen Glückwunsch, toll. Ja, toll, super. Hilfe, ja. Ich sag's dir. Hoppala, nicht runterfallen. Huch. Oh, Zauber, Mann. Und andersrum drauf, als du es draufgepackt hast. Ja, ich hab... Mensch. Wirklich, da kann er einfach. Ja. Vielleicht mach ich heute Abend mal einen ASMR-Stream. Ich mach die Kamera aus, mach Geräusche und ihr sagt, was ich mach. Was macht Ingi da? Das neue Ratespiel. Das sind keine Flipflop, mit denen ich hier durchs Haus renne. Nils, sag mir's reingucken wieder und schönen Abend dir auch noch, ne? Mach's gut. Ja, schönen Abend. Auf geht aus. Ohne Pupsen, aber kein Problem. Toll! Sommerbraten, moin! Moin! Ich kriege immer mehr Hunger! Ja, aber du kommst leider zum Schluss. Moin geht's weiter. Vielleicht streame ich auch mal ein bisschen früher oder so, mal gucken. Je nachdem, was so passiert noch. Oder vielleicht streame ich auch mal später. Vielleicht streame ich auch mal auf YouTube. Ich weiß es nicht. Gucken wir mal.